بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, bevor ich anfange mit dem Vortrag mit dem Titel Was schadet dem Islam oder wer schadet dem Islam, möchte ich euch erstmal auf eine Sache aufmerksam machen. Die wahre Dawa wird immer bekämpft. Das heißt nicht, dass jede Dawa, die bekämpft wird, die wahre ist, aber die wahre Dawa wird immer bekämpft. Es ist unmöglich, dass jemand die Dawa richtig nach vorne bringt und nicht bekämpft wird. Ja, das gibt es nicht. Der Prophet alaihissalatu wassalam, ja, als er angefangen hat mit der Dawa, sagte Waraka bin Naufel zu ihm, als die erste Offenbarung gekommen ist: Wäre ich nur jung, würde ich doch bloß leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Das ist eine authentische Überlieferung. Daraufhin sagt der Prophet: Werden sie mich vertreiben? Waraka bin Naufel sagte zum Propheten alaihi salatu wassalam, ganz am Anfang der Botschaft, sagte zu ihm: Ja. Er sagte nicht zu ihm: Vielleicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, also höchstwahrscheinlich könnte sein. Er sagte: Ja. Mit völliger Gewissheit. Und dann kam der Beweis: Lam ya'ti rajulun bimithli qat illa udiya. Es gab noch nie jemanden, der damit kam, ohne dass er bekämpft wurde. Und Allah sagt im Koran: Laqad kudhibat rusulun min qablik. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu. Und so sind sie standhaft geblieben bezüglich der Verleugnung, bezüglich, dass sie der Lüge bezichtigt wurden und bezüglich bezüglich dem Schaden, der ihnen zugefügt wurde. Hatta ata'ahum nasruna, bis unser Sieg zu ihm kam. Wala mubaddila li kalimati la. Und es gibt keinen, der das Wort Allahs, das heißt das Versprechen Allahs, verändern kann. Das heißt, das ist der Weg. Man kommt mit der Botschaft, die Botschaft wird bekämpft, man hat Sabr, und dann kommt der Sieg am Ende. Mit Rückschlägen. Wala mubaddila li kalimati la. Es gibt keinen, der das Wort Allahs, das Versprechen Allahs verändern kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surah 8, Vers 36, Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Diejenigen, die ungläubig sind, werden wahrlich ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten. Fasa yunfikuna. Und sie werden es tun. Thumma takuna alayhim hasara. Dann wird es für sie sozusagen ein Gram sein, eine Schmach sein, ein Grund sein, unglücklich zu sein. Hasra. Dann werden sie besiegt werden. Das heißt, sie werden erst besiegt werden, nachdem sie einen bekämpfen. Ja. Und mit dem Besiegen meine ich hier keine militärische Besiegung, sondern ich meine eine Eroberung des Herzens, eine Eroberung der Herzen und ein Besiegen der falschen Gedanken. Aber das ist der Weg. Das muss man verstehen. Es ist ganz normal. Und deswegen sage ich euch an dieser Stelle nochmal, ladet bitte alle unsere Vorträge runter. Und trefft euch einmal die Woche, mindestens zu Hause, lest zusammen den Koran oder lest zusammen Sahih al-Bukhari oder ein Buch und schaut euch die Vorträge an und diskutiert darüber und bringt verschiedene neue Leute mit und macht einmal die Woche Street Dawa oder das Lies-Projekt. Okay? Weil die meisten Moscheen, die sind im Wirrgegriff. Die können sich nicht bewegen. Manche Moscheen, ja, da sind die Verantwortlichen sowieso Feiglinge. Manche Moscheen, die Verantwortlichen, die sind von Alul Bidda, die haben kein Verständnis. Andere sind einfach im Würgegriff, können nichts machen. Und du kannst dich dort nicht bewegen. Warum? Weil man will nicht, dass die Botschaft sich verbreitet. Das war immer, immer das Ziel gewesen, derjenigen, die den Islam bekämpfen, dass sie nicht wollen, dass die Worte der Muslime gehört werden. Als Amr ibn As, radiallahu anhu, der später Muslim wurde, nach Habascha gegangen ist, nach Abessinien, um die Muslime zu holen, da hat er erstmal die Patrizier bestochen, die um den Führer, dem Najashi, waren, um den Najashi davon zu überzeugen, die Muslime gar nicht erst anzuhören. Sie wollen nicht, dass man sie anhört. Ja? So war es auch zur Zeit
von Nuh alayhi salam, so war es zur Zeit des Propheten, dass sie den Leuten gesagt haben, hört nicht auf diesen Koran, der verzaubert euch. So. Das erstmal als erstes. So, jetzt die Frage, was schadet dem Islam? Ja. Und hier muss man erstmal über drei Dinge reden. Weil wir reden nicht einfach vom Gedanken, sondern bei uns sind die Vorträge strukturiert und durchdacht, weil wir für diese Botschaft leben. Ja, wir sind nicht Leute, die einfach gemütlich leben wollen, ja, und sich gerne in der Moschee versammeln und was essen, sondern wir sind Leute, die für diese Botschaft leben und deswegen machen wir uns Gedanken. Hier muss man erstmal fragen, was ist Islam und was ist Schaden? Und dann muss man fragen, was ist das Fieberthermometer, womit man diesen Schaden abmisst? Wie kann man die Diagnose stellen, dass etwas Schaden verursacht hat? Wenn ich einen Patient habe, muss der Arzt eine Methode haben, um zu wissen, dass dieser Patient wirklich krank ist oder ob der Fieber hat, dann nimmt er das Fiebermesser. Ja, wenn er wissen will, ob der zu hohen Blutdruck hat, dann muss er Blutdruck messen, muss das Blutdruckmessgerät benutzen. Und wir müssen gucken, was bringt Schaden und wie messen wir diesen Schaden? Warum? Weil man damit von vornherein erstmal 99,9% der Indizien, die die Feiglinge auf den Tisch legen, um zu sagen, diese oder jene Dauer schadet, zu widerlegen. Punkt. Zum Beispiel, hier wird als Fiebermesser benutzt, man müsse Dauer mit Weisheit machen, was auch stimmt. Man müsse Dauer mit Weisheit machen. Und sie verstehen aber Weisheit hier, man müsse die Dauer so machen, dass sie dem Käfir gefällt, dass sie jedem Käfir gefällt, dass man damit keinem Käfir auf den Schlips tritt und dass man nicht bekämpft wird. In dem Moment, wo man bekämpft wird, wo der eine oder andere Käfir ihm etwas nicht gefällt und sagt, hey, warum? Das ist doch radikal. Oder wo die Medien anfangen zu reden. Oder wo Leute anfangen, gegen den Islam zu kämpfen. Dann sagen sie, das ist eine Dauer, die dem Islam schadet. Okay. Das halten wir erstmal fest. Das ist das, was 99% der Feiglinge auf den Tisch legen. Warum? Warum eigentlich? Weil sie die Dauer eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Und das siehst du daran, wenn du in ihre Moscheen gehst. Das heißt, du wirst da niemals sehen, dass die irgendwie Flyer gedruckt haben, um die Jugendlichen zum Islam einzuladen. Um die Jugendlichen zum Gebet einzuladen. Um die Frauen zum Hijab einzuladen. Hauptsache, wir haben einen Unterricht in unserer Moschee, einmal die Woche. Da reden wir ein bisschen, da kommt jemand ein bisschen essen, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen da. Und ein bisschen Tee und wir leben gemütlich und lass uns bitte in Ruhe. Wir sind schon aus den Ländern hier hingekommen und wir wollen unsere Ruhe haben. Wir haben ein Haus in diesem Land gebaut, wir haben ein Haus hier. Und bitte macht bloß nichts, um diese heile Welt zu zerstören. Wir wollen in Frieden und in Ruhe leben. Und deswegen sagen sie hier, guck mal, jetzt macht der Dauer und der Politiker regt sich auf. Und der andere Feind des Islams regt sich auf und Spiegel TV regt sich auf und der regt sich auf. Und die stellen sich dann sogar auf die Seite der Medien und auf die Seite der islamfeindlichen Politiker. Ich sage islamfeindliche Politiker, weil nicht alle Politiker islamfeindlich sind. Ja? Und was machen sie? Sie stellen sich auf die Seite dieser Leute. Und fallen den Brüdern noch in den Rücken und sagen, ja, diese Brüder sind schlecht für uns, die bringen uns Schaden. So. Also fragen wir, was ist unser Thermometer? Unser Fieberthermometer, um Schaden zu bemessen, ist was? Allah sagt im Koran, in Sure 4, Vers 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr in einer Angelegenheit eine Meinungsverschiedenheit habt, dann führt es zurück zu Allah und seinem Gesandten. Wenn ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt. Das heißt, was ist unser Maßstab?
für die Richtigkeit der Dauer und ob sie Schaden bringt? Koran und Sunna. Irgendjemand nicht damit einverstanden? Ich denke, jeder müsste damit einverstanden sein. Okay. Jetzt sagen sie, guck mal, diese Dauer schadet dem Islam, weil der Kafir XY, Frau Müller-Meyer-Schmitz, regt sich darüber auf, dass, wir nennen es beim Namen, Pierre Vogel gesagt hat, dass die Nichtmuslime in die Hölle gehen. Wir kehren zurück zur Sunna. Dann sagen wir zu der Sache, oh, siehst du, die machen das falsch, weil der Kafir ist nicht damit zufrieden. Dann sagen wir erstmal, das ist nicht der Maßstab dafür. Zweitens, Miss Mustafa, wie du auch immer du heißt, gehen denn die Nichtmuslime nicht in die Hölle, wenn sie vom Islam gehört haben und die Botschaft verstanden haben und gestorben sind, Islam abgelehnt haben? Ja, ja doch, sie gehen in die Hölle, aber das bringt, das sollte man ihnen nicht sagen, man muss Weisheit haben. Okay, gehen wir nun, fragen wir nun, was Weisheit ist, weil Weisheit ist ein Begriff, der umfangreich ist. Okay, fragen wir, wer hat die beste Weisheit bei uns in der Umma gehabt? Wer? Der Prophet a.s. dazu. Okay, der Prophet a.s. bei seiner ersten, das ist ein Bukhari, bei einem der ersten öffentlichen Auftritte geht er zum Berg von Safa, stellt sich auf den Berg und warnt vor der Hölle. Was passiert? Was passiert? Abu Lahab tritt auf und sagt: Tabbalak, sair al-yawm, ali hadha jama'atana. Und er verflucht ihn praktisch. Hast du uns dafür versammelt? Für diese Sache? Und dann der Prophet hat gesagt: Inni nadhirun lakum bayna yadi adhabin shadid. Ich bin euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Ich bin euch ein Warner, das heißt, der Prophet hat ihnen klar gemacht, dass derjenige, der den Islam nicht annimmt, in die Hölle geht. Ah, das heißt, wenn heute ein Muslim sagt, dass derjenige, der den Islam nicht annimmt, handelt er dann nach der Sunna des Propheten oder nicht? Er handelt danach. Okay. Hat Allah den Propheten getadelt für seine Aussage, weil Abu Lahab sich darüber aufgeregt hat, dass ihm gesagt wurde, dass er den Islam annehmen muss? Hat er sich darüber aufgeregt? Hat Allah gesagt zum Propheten, nicht so, das, was du gemacht hast, ist falsch? Es ist falsch, dass du ihm gesagt hast, ich bin euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Du hättest nicht die heftige Strafe erwähnen sollen? Nein, ganz im Gegenteil. Sondern Allah tadelt Abu Lahab und offenbart eine ganze Sure, um Abu Lahab zu tadeln, nämlich die Sure 111. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Diese Sure wird offenbart. Ja, wo praktisch gesagt wird, dass Abu Lahab und seine Frau in die Hölle gehen werden. Direkt danach. Das heißt, was wird hier erzählt? So, das erstmal dazu. Das heißt, hieran sehen wir erstmal, ja, die Hölle zu erwähnen in der Dauer kann niemals Schaden bringen für den Islam, weil das der Weg des Propheten ist. Zweitens, die Unzufriedenheit eines Kafirs, weil er aufgerufen wird, weil ihm die Wahrheit offenbart wird, kann niemals ein Indiz sein dafür, dass die Dauer falsch war. So, was ist der Beweis dafür? Wir haben eben gesagt, unser Maßstab ist Koran und Sunna. Allah sagt im Koran, zum Mitschreiben, für die ganzen Leute, die immer groß labern und ja, Herr Pierre Vogel ist sowieso nur Deutsch, hat sowieso keine Ahnung. Wir reden mit Beweis. Bring uns deine Beweise. Sure 43, Vers 77 und 78. Ja. Allah sagt im Koran, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Und sie rufen, O Malik, wer ist Malik? Der Hüter der Hölle. Der Engel, der die Hölle hütet. لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Das heißt, sie bitten ihn darum, dass Allah sie vernichtet. Das heißt, sie wollen sterben, weil sie die Strafe in der Hölle nicht aushalten können. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Er sagt, ihr werdet bleiben. Jetzt die Frage, warum. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ.
وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Wir sind zu euch schon mit der Wahrheit gekommen, aber die meisten von euch hassen die Wahrheit. Das heißt, hier werden die Leute in der Hölle angesprochen, die dort bleiben, und da wird gesagt, die meisten von euch, das heißt, von euch, die in der Hölle sind, hassen die Wahrheit. So, denken wir jetzt, dass wir mit der Wahrheit kommen und diese Leute sagen, ach, das ist aber schön. Nee, sie hassen das und sie werden dagegen angehen. Das heißt, erstens, nochmal zur Wiederholung, Hölle zu erwähnen in der Dawah ist der Weg des Propheten, a.s. Zweitens, wenn der Käfir nicht zufrieden ist damit, ist das kein Beweis dafür, dass das der Dawah schadet. So, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt über, um das Fieberthermometer nochmal zu bestimmen. Dann, wenn der Islam, wir haben gerade von Unzufriedenheit geredet, jetzt reden wir von Bekämpfung des Islams. Bekämpfung des Islams durch die Medien. Ist das ein Beweis dafür, dass die Dawah falsch war? Nein. Zur Zeit des Propheten wurde der Prophet, alayhi salatu wassalam, von den damaligen Medien bekämpft. Nur die damaligen Medien waren nicht Fernseh und Zeitung, sondern die damaligen Medien waren Poesie, Scher, auf den Marktplätzen, wo gedichtet wurde. Und das war der Fall. Und da haben wir die Geschichten wieder von Abu Lahab, der hinter dem Propheten herging, wenn er auf den Märkten ging und ihn der Lüge bezichtigte. Was hat der Prophet a.s. darauf gemacht? Hat der Prophet a.s. gesagt, oh, ich gehe besser nicht mehr auf die öffentlichen Plätze, weil ansonsten könnten die Medien, in Klammern Abu Lahab, kommen und schlecht über mich reden, das könnte ein schlechtes Bild für den Islam geben? Oder hat der Prophet a.s. weitergemacht? Der Prophet hat weitergemacht. Das heißt, heute, wenn wir auf die Marktplätze gehen und da kommen die Medien und schreiben Salafisten, Radikal, Terroristen, bla 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 bla, was machen wir dann, wenn wir dem Weg des Propheten folgen? Weitermachen. Ganz klar. So. Jetzt kommen die nächsten Schlaumeier. Jetzt kommen die nächsten Schlaumeier und sagen, ja, wenn ihr Dauer machen wollt in Deutschland, dann müsst ihr euch rasieren, dann müsst ihr euch einen Anzug mit Krawatte anziehen. Ja, weil so wie ihr das macht, kommt das nicht bei den Leuten an. Erste Frage. Wie viele haben bei dir den Islam angenommen? Weil wenn einer, guck, das ist sehr wichtig hier. Es könnte jetzt jemand sagen, es kommt ja nicht auf die Anzahl an, es kommt auf die Richtigkeit an, okay? Du hast gerade nicht gesagt, dass unsere Dawah inhaltlich falsch ist, sondern du hast gesagt, dass diese Art und Weise und dieses Aussehen, was die Leute nicht anzieht. Also es geht jetzt hier gerade um die Lage, es geht nicht um den Inhalt, um den sachlichen Inhalt, sondern es geht um die Lage. Es geht um die Lage. Es geht um die Situation, es geht um die Wirkung. Wenn du sagst, wir haben keine Wirkung, dann heißt das, du hast Wirkung, dann zeige uns deine Wirkung. Deine Wirkung ist doch besser, dann zeige uns, wie viele bei dir den Islam angenommen haben. So, wie viele haben da angenommen? Null. Warum? Ja, doch, doch, vor 7 Jahren, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen gab es. Okay, kein Problem. So, die Sache ist folgende. Erstmal, ich sage, Baat und Jalabiyya sind keine Grundvoraussetzung für die Dauer, aber sie sind gut für die Dauer. Pierre Vogel, was ist dein Beweis dafür von Koran und Sunna? In dieser Frage reden wir über Erfahrung. Und die Erfahrung hat eine Grundlage in Koran und Sunna. Warum? Was ist dein Beweis dafür, Pierre Vogel? Ja, weil wir haben ja keine Ahnung, wir sind ja nur Deutsche, ja. Unser Beweis dafür ist der Hadith von Isra wal Miraj. Bei dem Hadith von Isra wal Miraj ging der Prophet alayhi salatu über den 7. Himmel, ja, bis Sidrat al-Muntaha, und ihm wurden 50 Gebete von Allah vorgeschrieben. Da ging er runter zum 7. Himmel, dort war Ibrahim, dann zum 6. Himmel, da traf er wen? Musa, richtig. Musa sagte zu ihm, dein Volk kann die 50 Gebete nicht tragen. Gehe zurück und fordere Erleichterung. Er ging zurück, 40 Gebete.
Musa sagte zu ihm, als er wieder bei ihm ankam, geh zurück, dein Volk kann das nicht. Er ging wieder zurück, kam zurück mit 30 Gebeten. Musa sagt, dein Volk kann das nicht. Ich habe die Menschen schon ausprobiert sozusagen. Ich habe die Menschen, Erfahrung mit den Menschen. Die können das nicht. 30, komm zurück. 20, die können das nicht. Ich habe die Menschen ausprobiert. Zurück. Die können das nicht. Ich habe Erfahrung mit den Menschen. 20, 10. Ich können das nicht. Ich habe mit den Menschen Erfahrung. Ich kenne die Menschen. 10. Die können das nicht. Musa sagt zu ihm, die können das nicht. Die schaffen das nicht. Ich habe Erfahrung mit den Menschen. Ich habe das schon ausprobiert. 5 Gebete. Was sagt Musa zu ihm? Geht zurück. Die können das nicht. Der Prophet a.s. schämt sich und geht nicht zurück. Jetzt die Frage, wer hat Recht gehabt? Musa hat Recht gehabt. Schau dir an, wie viele Muslime heutzutage nicht die 5 Gebete schaffen. Weil Musa Erfahrung hatte. Das heißt, die Erfahrung spielt eine große Rolle in der Dauer. Musa hatte hier eine Erfahrung gehabt, die der Prophet, obwohl er wissender ist über Allah, der größte Prophet ist, nicht hatte. Das heißt, die Erfahrung spielt eine Rolle. Und unsere Erfahrung zeigt uns, und das kann man auch so ruhig selber nachprüfen, immer, wenn viele Leute auf einen Schlag den Islam angenommen haben, hat die Jalabiya an. Es gibt nur Einzelfälle, wo mehr als 5 Leute Islam angenommen haben. Und ich kenne nur einen einzigen Fall, wo mehr als 5 Leute den Islam angenommen haben, wo ich kein Jalabiya an hatte. Ansonsten immer, wenn eine ganze Gruppe von Leuten auf einmal angenommen hat, hatte ich Jalabiya an. So, und du erzählst mir, es kommt nicht an bei den Menschen. Wo ist deine Erfahrung? Wo sind deine Referenzen? Ich kann hier vergleichen. Ich kann sagen, hier, ich habe einen Vortrag mit Jalabiya gemacht, da haben so und so viele Islam angenommen. Und am selben Ort habe ich einen Vortrag gemacht ohne Jalabiya und haben so viele den Islam angenommen. So, warum sage ich, das ist gut für die Dauer? Warum? So, Bart. Und übrigens, ich habe früher auch so gedacht. Glaub mir, ganz am Anfang, wie ich zum Islam gekommen bin, habe ich gedacht, wenn die mit dem Bart kommen und mit dem Jalabiya kommen, das ist vielleicht ein schlechtes Bild, das ist vielleicht das schwer für die Leute. Die Sache ist aber folgende. Man muss hier eine Sache unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob ich zu jemandem gehe und sage zu dem, hey, ich habe Jalabiya, willst du Islam annehmen? Dann musst du erstmal Jalabiya anziehen und Bart wachsen. Das sagen wir ja nicht. Wenn ich das machen würde, würde es ihm schwer machen. Oder ob ich das selber trage. Wenn du das selber trägst, erstens, Baraka kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dann, zweitens, also ich sage jetzt nicht, Baraka kommt unbedingt deswegen, sondern ich will sagen, also erstens ist, du strahlst damit ein absolutes Selbstbewusstsein aus. Du strahlst damit aus, guck mal, die ganze Welt ist gegen mich, die gucken mich alle an, aber ich trage das für Allah. Ich anders. Zweitens, du kommst schneller mit Leuten ins Gespräch. Die stellen sich die Frage, warum hat er ein Bart und warum trägt er Jalabiya? Und deswegen habe ich schon ganz am Anfang festgestellt, weil ich hatte da noch die Meinung, dass es besser ist, das nicht anzuziehen, besser ist, Hand zu geben und habe ich diese Meinung hatte ich ganz am Anfang gehabt, da habe ich gemerkt, dass diejenigen, die nicht diesen Weg gehen, dass da immer mehr Leute den Islam nehmen als bei den anderen. Warum? Weil du von vornherein eine stärkere Ausstrahlung hast. Im Allgemeinen, das gilt jetzt nicht für jede einzelne Person. Prinzipiell, wir sagen nicht, guck mal, wir sagen nicht, wer kein Jalabiya anzieht bei der Dawa oder wer keinen Bart hat bei der Dawa, schadet dem Islam. Oder darf keine Dauer machen. Nee, du darfst zu dem einladen, was du praktizierst. Wir sagen noch nicht zu jemandem, der keinen Bart hat, du darfst einem Nicht-Muslim nicht erzählen, was der Islam für eine schöne Religion ist. Ja, völliger Quatsch. Aber hier kommen Leute und wollen uns erzählen, das, was ihr macht, kommt nicht an. Wie viele haben bei dir Islam angenommen? Da denkst du wirklich, du bist im Irrenhaus. Welche Referenzen hast du? Ja, nee, aber das gefällt dir nicht. Wir leben heute im 21. Jahrhundert. Ach so, ja. Was hat das mit dem Zeitalter zu tun? Ja, wir sind ja heute fortgeschritten. Okay, was hat Bart mit Fortschritt zu tun? Was? Erzähl mal.
So einen Schwachsinn erzählen manche Leute. Was hat Bart oder Rasur mit Fortschritt zu tun? Konnten die sich früher nicht rasieren? Doch, konnten die. Eindeutig, es gab früher Rasierapparate, natürlich nicht auf die Art und Weise wie heute, aber es gab früher Möglichkeiten und es ist ganz klar auch überliefert, dass Leute sich rasiert haben. Es gibt klare Beweise, wo der Prophet befohlen hat, einen Bart zu haben. Alle vier Madhab sagen, dass Bart wajib ist. So, das ist die dritte Sache, das ist Islam. Bart gehört zu Islam nach Ijma der Muslime, Ijma der ersten Gelehrten. Alle Sahaba hatten einen Bart. Der Prophet hatte einen Bart und du sagst, wenn du einen Bart hast, schadest du dem Islam? Der Bart ist vom Islam. Heißt also jetzt, der Islam schadet dem Islam oder was? Weil hier kommen wir zur nächsten Sache. Was schadet dem Islam? Ja, wir haben darüber geredet, über dieses Fieberthermometer. Und daran haben wir gemerkt, unser Thermometer ist nicht, was gefällt Hinz und Kunz. Unser Thermometer ist Koran und Sunna. So, jetzt fragen wir, was ist Islam? Der Islam schadet nicht. Ja, du redest über die Scharia und so, das schadet dem Islam. Du redest über Hand abhacken, das schadet dem Islam. Das schadet dem Islam. Der Islam wird angegriffen wegen diesem Konzept und ich verteidige das. Ja, sich von der Weisheit, die Leute können das nicht verstehen, das kann jeder verstehen. Das kann jeder verstehen. Ich bin selber Deutscher, nicht Muslim gewesen. Das kann jeder verstehen. Jeder kann das verstehen, dass ich ihm sage, wenn die Strafen härter werden, geht die Kriminalitätsrate zurück. Jeder kann das verstehen. Und ich muss zu meiner Sache stehen. Und dass man es verstehen kann, beweisen die Zahlen, wie viele Leute den Islam annehmen. Wenn es jemandem nicht gefällt und wenn jemand den Islam ablehnt, weil es im Islam Handabhacken für bestimmte Diebstähle gibt, hat er Pech gehabt, dann geht er in die Hölle. So einfach ist das. So einfach ist das. Das ist die Wahrheit. Und wer die Wahrheit nicht haben will, soll mal hüpfen gehen. So einfach ist das. Wir präsentieren ihm die Wahrheit und wenn er die nicht haben will, ist das sein Problem. Aber mir ist es nicht erlaubt, die Botschaft zu verändern. Denn hier kommen wir zum Punkt, was schadet, wenn ich ein Bild habe. Ja? Gib mir mal diesen Comic da. Gib mir den Comic mal, ja. Ich habe hier diesen Andy-Comic, ja. Und hier habe ich dieses Bild hier vorne drauf, ja. Hier dieses Bild so. So. Dieses Bild, wenn ich jetzt hingehe und verschönere das noch mit Farben hier und Farben hier, habe ich dem Bild dann geschadet? Nein. Aber wenn ich mit dem Bild so hier mache, da habe ich dem Bild geschadet. So, nochmal neu. Hier habe ich ein Bild. So, wenn ich das Bild hier verschönere oder da verschönere, oder das Bild so präsentiere, wie das Bild ist, habe ich dem Bild nicht geschadet. Wenn ich aber mit dem Bild hier so mache, oder das Bild zerreiße oder verknüttle, habe ich dem Bild geschadet. So, was ist das schönste Bild des Islams? Das schönste Bild des Islams ist das Bild des Islams, mit dem der Prophet alaihi salatu wassalam gekommen ist. So. Und dieses Bild ist wie? Ist vollkommen. Das heißt, wie Allah im Koran sagt, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion für euch vollkommen. Wa atmamtu alaikum ni'amati. Und meine Gnadengaben an euch vervollkommnet. Wa raditu lakum al-islam dinu. Und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Das heißt, dieses Bild, ich mache das jetzt als, damit wir so vorstellen, dieses Bild des Islams, mit dem der Prophet gekommen ist, dieses vollständige Bild, jedes Mal, wenn man etwas von wegnimmt, entstellt man dieses Bild. Und jedes Mal, wenn man etwas hinzufügt, schadet man diesem Bild. Das heißt, wenn heute jemand kommt und sagt,
Hände packen hat nichts mit dem Islam zu tun. Hijab hat nichts mit dem Islam zu tun. Und was gibt's noch? Ach ja, mittlerweile ist ja sogar Fasten darf man nicht. Jetzt gibt's das sogar. Was gibt's noch alles? Was gibt's noch alles für einen Schrott, der erzählt wird? Das Freundin haben. Man darf ruhig. Wer hat das denn erzählt? Wer hat das denn erzählt? Irgendjemand in Münster. Wer denn? Weiß ich, ein Bruder hat mir das erzählt, dass jemand das gesagt hat, aber ich kenne ihn selber nicht. Der im Namen des Islams redet? Nee, der so. Ich stelle mir so ein Junge. Hier, Mikrofon. Ja, auf jeden Fall. Du darfst nur dass die Hand gehen lassen, aber du darfst nicht mit den Sinnen machen. Ja. Jedes Mal, das heißt jedes Mal, wenn jemand etwas vom Islam verdreht und verändert, schadet er dem Bild des Islams. Und dabei ist es völlig, völlig egal, ob dieses entstellte Bild des Islams dann Frau Merkel gefällt oder nicht. Ja? Dieses Bild hier, ich habe das zerrissen, das Bild, ja, ist jetzt entstellt. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, da zum Beispiel, vielleicht gibt es den einen oder anderen, dem gefällt das so. Ach, das finde ich aber schön. So, sieht doch besser aus. Es spielt keine Rolle. Wem das Bild des Islams nicht gefällt, das wahre Bild des Islams, so wie der Islam gekommen ist, vor über 1400 Jahren, ja, so ist es das Problem des Betrachters und nicht das Problem des Bildes. Okay? Wenn ich mit dem Islam so komme, wie der Islam ist, so wie der Islam vollkommen ist, vor 1400 Jahren, und es gefällt dem einen oder anderen nicht, dann ist das nicht das Problem des Islams. Dann ist das Problem dieser betrachtenden Person. Und dann wünsche ich mir viel Glück, dass er den Islam doch noch irgendwann annimmt. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Manche haben guten Geschmack und manche haben schlechten Geschmack. So einfach ist das. Ja. Weil das ist das wahre Bild des Islams. Vor 1400 Jahren sind wir mit diesem Bild gekommen, ist der Prophet mit diesem Bild gekommen, sallallahu alaihi wasallam. Wem das Bild nicht gefällt, hat ein Problem. So. Und jeder, der denkt, er müsse das Bild anpassen, damit es Frau Hinz und Kunz gefällt, der entstellt das Bild des Islams. Und jetzt sagt, zeigt mir doch mal Hinz und Kunz, ob sie danach den Islam deswegen angenommen haben. Zeig mir doch mal. Ja. Jetzt zum Beispiel die Tipp. Beispielsweise. Die wollen jetzt was Gutes tun für den Islam. Die wollen jetzt ein gutes Bild abgeben. Ja. Jetzt haben sie eine große Kampagne gemacht. Große Kampagne. Wo sie ganz stolz berichten, ich gehe wählen, Baba Baba, aus dem und dem Grund. Ganz stolz. Da haben sie dann so, ich gehe wählen, um eine Stimme abzugeben. Ich gehe wählen, ich gehe wählen, weil ich die Demokratie unterstütze. Ich gehe wählen, weil irgendwas wir stolz sein können auf unsere Demokratie. Ich gehe wählen. Guck mal, in 40 Jahren, ich habe so viele gefragt. Ich habe einige Brüder gefragt. Ne? Diese Organisation, die seit wie vielen Jahren gibt es? Ich denke seit bestimmt mindestens 30 Jahren. Ne? Auf jeden Fall vielleicht nicht unter dem Namen DITIB, aber als diese Organisation. Mindestens, sagen wir, 40 Jahre. Achi, ich habe so viele Türken jetzt gefragt, ob sie jemals erlebt haben, dass einer gekommen ist von DITIB, dass die eine Aktion gemacht haben, bete. Das Gebet ist Pflicht. Trage Hijab, der Hijab ist Pflicht. Nehme den Islam an, der Islam ist die richtige Religion. In 40 Jahren. Aber um sich einzuschleimen bei Deutschland, machen sie jetzt eine Aktion, für die sie, was weiß ich, wie viel 1000 Euros ausgeben. Ich gehe wählen. So, jetzt frage ich dich, was denkst du denn, wer durch diese Aktion den Islam annimmt? Kein einziger. Warum? Weil du gibst den Kuffar schon das Gefühl, wir sind richtig, wenn wir so sind wie ihr. Und wenn wir nicht so sind wie ihr, hier, guck mal, hab mich lieb. Ich bin genauso wie du. Guck mal, hab mich bitte lieb. Hier, bitte, guck mal. Komm, gib mir den Mini-Rock.
mich lieb, bitte, bitte. Komm, ich rasiere mich auch. Hast du mich jetzt lieb? Nein. Nö, immer noch nicht, weil Lasem Korn, Suche 2020. Die Juden und Christen werden erst mit euch zufrieden sein, wenn ihr ihrem Weg folgt. Okay, was kann ich noch machen? Kann ich, warte mal, Kreuz anziehen? Ich gehe wählen. Hast du mich jetzt lieb? Ich gehe auch wählen. Wir unterstützen die CDU. Nee, jetzt habe ich auch nicht. Ich will das SPD. Verstehst du, Achim? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja klar. Das ist der Punkt. Das heißt, die haben dich deswegen sowieso nicht lieb. Und dadurch gibst du ihm aber das Gefühl, da, guck mal. Psychologisch gibt man ihm das Gefühl, ich bin gut und richtig, wenn ich so bin wie du. Das ist also rein psychologisch völlig falsch. Aber wenn ich zu ihm sage, guck mal, das ist also voll die falsche Dawa, das schadet dem Islam. Dass ich das Gefühl gebe, mein Weg ist richtig, wenn er angepasst ist an deinem Weg. Weil dann stellt er jedes Mal, wenn einer mit dem Islam kommt, legt er das auf seine Waage von seinem westlichen Verständnis. Hijab. Mag ich nicht, weil was ist mit Gleichberechtigung der Frau? Ja, so, aber wenn du sagst, ja, das ist richtig, weil das ist von Allah, boom. Wie will er jetzt mit dir diskutieren? Dann sagt er, ja, ich glaube nicht, dass es von Allah ist. Okay, Allah sagt im Koran, zum Beispiel in Sura 51, Vers 46, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Den Himmel haben wir aufgebaut in Kraft und wir dehnen ihn aus. Dies hat Edwin Hubble im letzten Jahrhundert festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt. Wie konnte das einer vor 1400 Jahren wissen? Bumm. Jetzt bist du bei der Dawa mit ihm. Aber wenn du von vornherein ihm das Gefühl gibst, er ist richtig und du bist falsch und du bist richtig, wenn du ihm folgst, dann schadest du der Dawa. Weil dieses Bild des Islams, mit dem der Prophet gekommen ist, ist das schönste Bild. Und dieses Bild darf man nicht entstellen. Und deswegen, liebe Geschwister im Islam, gehört zu den Leuten, die den Islam so praktizieren und so tragen und so nach vorne tragen und so präsentieren, wie der Prophet alaihi salatu wassalam ihn gebracht hat. Denn Allah sagt im Koran, in Sura 33, Vers 21, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr hattet dem Gesandten Allahs das beste Beispiel. Wir haben keine Minderwertigkeitskomplexe, sondern wir sind 1000% davon überzeugt. 1 Million% davon überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist. Und uns interessiert uns nicht, ob Hinz, Kunz, Müller, Meier, Schmitz sich dagegen aufbäumen. Gegen den Propheten alaihi salatu haben sie sich auch aufgebäumt. Utba ibn Rabia, Shayba ibn Rabia, Umayya ibn Khalaf, Abu Jahl, sie haben sich alle aufgebäumt. Aber der Prophet alaihi salatu ist stehen geblieben. Der hat nicht gesagt, ich bin so wie ihr, damit ihr mich lieb habt. Nein. Er hat gesagt, ich bin so, wie ich bin. Ich bin so, wie Allah mich haben will. Und deswegen bin ich richtig. Das ist meine Botschaft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.